Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Runde Heroes of the Storm. Und wir spielen heute Raynor. Ich gehe einfach mal in die Mitte und werde das hier skillen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher bei Raynor, auch wenn ich ihn schon öfters gespielt habe. Aber mal schauen. So, dann geht's auch schon wieder los. Und ich habe eigentlich hier einen ganz guten Kollegen mit, wie ist der? ETC heißt er, genau, ja. So, dann warten wir mal, ob hier jemand kommt. Ja, ich hoffe doch, schlecht wäre es nicht. Aber naja. Nee, da kommt glaube ich keiner. Das heißt, ich werde mal meinen Kollegen hier helfen. Die Lane aufräumen. Und dann schauen wir mal. Auf der Botlane ist von uns halt keiner und das sind drei von denen. Das ist halt sehr, sehr schlecht. Aber was will man machen? Ich kann da jetzt nicht viel machen gerade. Okay, jetzt können wir Tower angreifen. Und jetzt müssen wir da raus. Ich glaube, die pushen schneller die Lane. Ich weiß nicht, warum ETC nach oben geht, weil da sind genauso zwei Leute gegen zwei Leute. Oh Mann. Wir haben wieder, ich glaube, sogar zwei Kills schon, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, wir sind nur einmal gestorben. Aber nicht aufgepasst. Na super. So. Immer drauf, würde ich sagen. Ist doch eh egal. Genau so. Und jetzt wieder den Tower. Der eine hier unten ist jetzt schon wieder gleich leer. Sehr schön. Das heißt, wir haben gleich einen Tower. Ja, wir haben gleich den Tower. Sehr schön. So, jetzt machen wir die Viecher hier noch platt. Aber Malfurion hat kein Mana mehr. Hier unten sieht es nicht so schön aus für uns. Allerdings finde ich, die Midlane mit zwei Leuten besetzt ist eigentlich ausreichend. Ich nehme mal, ich glaube das hier. Vampirangriff ist immer ganz gut. Und die W ist halt auch ganz wichtig, auch hier bei Raynor. Da muss ich dann einfach mal schauen. Okay. Ich mach die Wand noch schnell down. Ah nein, nein, wir brauchen den Tribut. Das heißt, ich flitze nach oben. Da wird natürlich auch der Gegner gleich kommen. Oh, der ist down. Das ist sehr schön. Es waren alle von uns da. Auch sehr geil. So. Ja. Weil einfach alle auf der Top-Lane rumrennen. Ich weiß nicht warum. Ganz ehrlich. Aber schauen wir einfach mal, das kriegen wir schon hin. Wenn sie jetzt unsere Top-Lane pushen, wird das schon klappen. Ich versuche hier die Midlane zu halten, beziehungsweise ein bisschen zu pushen. Und jetzt müssen wir da mal gucken, wo das nächste Ding hinkommt. Ich versuche noch schnell hier das Ding down zu machen. Das war sehr gut, hat gut geklappt. Okay, ich versuche hier den anderen Raynor wegzumachen. Ja, der hat bestimmt sein Heal. Ja, ich habe auch noch mein Heal. Okay, da kommt noch jemand. Das war nicht gut, dass da noch jemand kommt.
unfair, würde ich mal behaupten. Boah, wie nett er ist. Schubst du mich hier rein? Ich nehme mal das hier. Verlangsamt gegnerische Champions. Und ja. Dann schauen wir einfach mal. Sehr gut. Was? Oh, oh. Warum leckt's jetzt? Keine Ahnung. So. Dann geht's mal hier hoch und wir machen Illidan weg. Hoffe ich. Na komm, ein Hit noch. Komm schon. Ein Schlag. Ein Hit. Ey, das schaffen wir nicht. So ein Mist, ey. Wieso bin ich jetzt... Oh. Ich hasse Funkelchen. Was macht denn der ETC da oben? Und ich treffe wieder mal gar nicht, ey. Das war nicht so toll. Aber ETC down, wir müssen Funkelchen wegmachen. Der ist am nervigsten. Okay, sehr gut. Rainwall kriegen wir auch noch. Nein, kriegen wir nicht. Aber den kriegen wir doch, oder? Boah, Alter, was macht der denn für Damage? Alter. Ihr müsst da trotzdem reingehen. Ja, dann halt nicht. Schade. Auf jeden Fall echt harter Damage. Na gut, na gut. So, weiter geht's. Den Boss möchte er machen. Nur von mir aus. Von mir aus. Immer drauf, immer drauf. So. Ja, schubst du mal in eure Richtung. Ja, Gaslow ist ja dafür bekannt, beziehungsweise ist da drauf gedrillt. Wow. Minions und Mauern und so weiter wegzumachen. Sehr schnell. Dass wir jetzt allerdings hier die Botlane pushen, ist eigentlich ganz gut. Okay. Wir müssen da hoch. Das schaffen wir eh nicht mehr. Ah, Mist, ey. Na gut, na gut. Dann müssen wir eben die Midlane halten. Irgendwie. Allerdings wird es jetzt sehr, sehr schwierig. Und ich hau mal mein Ulti rein. Hyperion. So. Ey, lass mal unsere Mauer hier in Ruhe, ja? So, immer drauf. Okay, Midlane haben wir noch gehalten jetzt gerade so. So. Lasst mal hier die Mauer in Ruhe, Leute. Ja, was ist denn, wenn es da oben gefährlich ist? Unten ist auch gefährlich. Ist überall gefährlich. Och, jetzt habe ich zu früh gedrückt. So, ich werde auch gleich mal mein Ulti draufhauen hier. Sehr gut, sehr, sehr gut. Funkelchen, Funkelchen. Oh, Leute. Leute. Was war das denn? So, Rainer könnten wir kriegen. Wenn denn sich da keiner einmischen würde. Schade. Aber wir haben ihn gekriegt. Wir haben ihn auf jeden Fall gekriegt. Aber was geht denn hier ab? Okay, noch einer tot. Sieht ganz gut aus. Das Frontbrecher-Camp könnten wir noch machen. Mal schauen. So, immer drauf, Leute. Los, immer drauf. Okay, sehr gut.
Ich reite schon mal los und guck mir, was ich hier mache. Oh, ich würde Riesentöter machen, denke ich mal. Das ist ganz gut. Automatische Angriffe sowieso immer aufhalten. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Was ist denn da unten? Ach so. Er kriegt gerade auf die Fresse. So, Rainer weg. Der nächste. Wenn nicht alle blockieren würden, wäre das wunderbar gewesen. Wo ist er hin? Da ist er. Hier, Illidan. Den krieg mal, den krieg mal. Den krieg mal nicht. Wir haben mal den gekriegt. Auch ganz gut. Ein Tribut erscheint. War das unser... Ach, das war unser ETC. Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen. So, Ulti drauf. Vielleicht kriegt man ja das Ding hier noch weg. Das wäre vorzüglich. Ah, Reyna hat auch sein Ulti gezündet. Allerdings hat er den anderen Ulti. Der ist nicht so gut. Oh, ETC-Komponenten. So, da. Oh, ich glaube, wir müssen raus, Leute. Ja. Das könnte gut werden. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Gut, dann steige ich mal auf und auf geht's. Oh. Oh. Aber. Wo reitet denn der lang? Was soll denn das? So doof, so doof. Ja, wir holen uns jetzt hier das Teil, hoffe ich. Denn wir bräuchten immer wieder eins. Zuerst natürlich immer den Heiler weg. Allerdings sterbe ich jetzt wahrscheinlich. Ja, ich werde leicht sterben. Konnte leider nicht sehr viel machen, weil keine Ahnung, wo unser Team ist. Wahrscheinlich sind einfach alle tot oder so. Ach ne, ETC ist hier unten. Das ist sehr schön, dass der da unten ist. So, Lili würde das eigentlich noch schaffen, da sie immer wirklich sehr, sehr gut heilen kann. Auch mit ihren kleinen Drachen hier finde ich eigentlich sehr, sehr stark. Jetzt macht sie auch noch Illidan weg. Sehr gut, richtig stark. Da muss ich auch natürlich mal nice schreiben. Das ist natürlich echt gut gewesen. So, schafft denn hier unser ETC das Frontbrecher-Camp? Eieiei, es wird knapp. So. So, was haben wir hier unten noch? Ach, den Boss, ja, den kriege ich nicht alleine. Ich helfe mal Mitte. So, da haben wir nämlich. Sehr gut, dann haben wir den gleich weg. Und was machen wir diesmal? Ich nehme mal das hier. So, tschüss. Was ist das denn für ein Vieh? So, ein Baum. Ein Malfurion-Baum. Oh, hier Illidan. Kommt schon, den krieg mal. Ich habe ihn betäubt. Oh ja, sehr gut. Jetzt. Jetzt Boss. Leute, Boss. Alle drauf. Den kriegt man schnell weg. Sehr gut, sehr gut. Echt. Was fällt mir da schon wieder? Okay. Wer wird wohl diesen an sich nehmen? Halt, 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 halt.
gleich hier unten. Wenn das nämlich jetzt durchkommt, können wir die Botlane komplett durchpushen. Ne, die ist schon komplett durch. Geil. Dann haben wir eigentlich sehr gute Chancen hier. Ich nehme gleich mal hier das Ding. Nicht, dass sie uns in den Rücken fallen wollen. So wie Funkelchen hier. Ja, die kriegen wir doch alles weg. Ja, komm schon. Sehr schön. Ja, was muss, das muss, so ist es. Ich nehme mir da schnell das Ding hier noch rein. Und jetzt Spotlane durchpushen. Da ist nämlich der Boss durch und der haut einfach alles klein. Ich hau einfach nochmal Ulti rein. Sehr geil. Einfach alles weggemacht, ey. Was hat er denn da vor? Okay. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Richtig geiles Match, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Cool. Na gut, dann sehen wir uns sicherlich das nächste Mal wieder bei Heroes of the Storm. Mal wieder mit neuen Helden. Raynor habe ich jetzt schon öfters gespielt. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.